Genau, für euch eine kleine Sache, also DSA in diesem Fall ist halt ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Die Geschichte findet komplett im Kopf statt, also ihr müsst euch schon ein bisschen eure Fantasie hingeben. Anders als sonst werden wir also euch nicht pauschal mit Bildmaterial füttern. Und wir spielen das Abenteuer Die kleinen Sklaven. Das hast du ja noch richtig geil. Ich habe den Titel des Namens erst gelesen, tatsächlich, nachdem ich das Abenteuer gelesen hatte. Okay. Okay, also wir sind gerade noch so fröhlich am Wandern. Jo, ja, immer denn was Interessantes? Meine also, Füße tun was habt ihr denn heute Abend so vor? Wo wollt ihr denn schlafen? In dir. Das ist mir völlig egal. Also für mich ist das ja kein Problem. Ich habe einen Schlafsack dabei. Ja. Wir haben die freie Natur. Ich kann auch unter dem Sternenhimmel nächtigen. Das wäre ich möchte gerne da schlafen, wo wir die letzten zwei Monate auch geschlafen haben. Ich habe ja meinen eigenen Schlafsack. In deinem Rucksack, genau. Nein, werter Herr, nicht in Ihrem Rucksack, so groß er auch sein mag, anhand Ihrer Größe, nein. Weißt du? Das halte ich jetzt aber für eine ganz extreme... Hör mal zu, Junge, ja? Wenn du das nicht willst, dass du hier mit uns rumläufst, dann kannst du dich auch gerne wieder verpissen, ey. Ja, als Gaukler muss man schon witzig sein, ja? Das ist ja völlig überflüssig. Ja, eben. Was kannst du eigentlich? Ich habe einen Kamm. Was geben Sie mir dafür? Kämme brauche ich nicht. Meine Haare werden nie gewaschen. Ich brauche keine Kämme. Ich lasse mich ab und zu von einer Dirne entlausen. Aber mehr, dann biete ich euch ein Steinbrot an. Ein Steinbrot? Ja. Ist das als Steinhard? Wetteinsatz. Ich würde allerdings gerne von euch etwas vergleichbar Gutes haben als Wetteinsatz. Zwei Heller für deine komischen Brote. Zwei Heller ist aber ein bisschen wenig, oder? Zwei Heller ist ganz gut von dir. Okay, dann zwei Heller. Mir fällt auf, dass ungefähr 15 Meter Entfernung ein Nest mit einer relativ großen Taube ist, die deines Erachtens nach wahrscheinlich nicht der Mutter oder der Vater von Kindern ist. Hammer geil! Die möchte ich gerne töten! Jam! Also, jetzt ist das eine Kampfsituation. Oder? Das ist dann eine Kampfsituation. Ach, im Ernst? Okay. Das ist jetzt eine Probe. Die Taube greift nicht statt der Taube. Ich kann mir so fantasy-mäßig vorstellen, die Taube steht da und Peter steht da mit seinem Bogen, weißt du, bewegt sich die ganze Zeit. Ich will Angriff auf die Taube. Okay, was muss ich machen? Oh, da waren schon mal Leute zum Looten. Da hängen noch Lebensmittel? Nein, die Gerätschaften. Die Gerätschaften, diese Haken. Habe ich mal kurz eine Frage. Können wir den Server neu starten, damit wir wieder Loot haben? Ein bisschen warten, damit die respawnen. Könntest du so einen Grillenzirpen noch einfügen, so in das Video so ein bisschen? Ja, eben. Also ich muss gerade hart überlegen, ob ich diesen Witz lustig fand. Hier ist auch ganz schnell aufgeräumt worden. Und irgendwie sieht hier alles ganz heftig verlassen aus. Wie aufgeräumt worden? Heftig verlassen aus. Ist der, wieso, Moment, wieso sollten die denn schnell abbauen? Super Nein, ich Wieso sollten die denn schnell abhauen und vorher nochmal aufräumen? Steko, ich habe ein paar, wenn ich aufgeregt bin, dann habe ich ein paar Wortfindungsstörungen. Besonderes. Okay, du hast... Meinen Haken? Du hast deinen Haken? Ich schaue mir den Haken gerade an und erkenne, dass dieser Haken mich doch sehr an Gellabs Nase erinnert. Ja, ich bin von euren anzüglichen Witzen nicht gerade angetan, Petro. Anzüglich? Anzüglich, beschämend, beleidigend. Also ich würde zumindest ein Kissen davon mitnehmen. Ist das nicht in Zwergengröße? Ja, in Zwergengröße. Aber ein Kissen wird ja wohl nicht Zwergengröße haben. Oder gibt es in Zwergengröße? Ja, möchte ich in Zwergengröße Kissen haben. Okay, wo wirst du das hin tun? In meinem Tuchbeutel. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also wirst du es dann, ich muss es ja nur wissen, du kannst es also gerne mitnehmen natürlich, aber ich will halt wissen, wo du es hin tust. Wirst du also die ganze Zeit mit dir rumtragen? Einigen wir uns darauf? Ich würde das gerne statt meinem Hut auf den Kopf balancieren. Und was machst du mit dem Hut? Den packe ich in mein Tuchbeutel. Oh Mann. Auch das bezweifle ich wiederum, da er mittlerweile auch schon Brot drin ist wieder, was ich ja mag und der ist ja nicht. Ich gehe zur anderen Truhe. Okay. Und möchte sie öffnen. Du öffnest die Truhe und auch diese Truhe ist leer, weil sie höchstwahrscheinlich, also du weißt nicht warum, aber höchstwahrscheinlich ist auch diese Truhe schon mal vor dir geleert worden von... Ich nehme eines der Kissen, gucke Girla böse an und lege es in die Truhe und mache die Truhe zu. Okay, du hast eins der Kisten in die Truhe gelegt und die Truhe wieder zugefahren. Stehen in den Schlafzimmern Schränke? Das heißt, ich muss nicht dumm nachfragen, ob es dunkel wird, sondern wenn ich sag dir halt immer, ihr werdet müde halt und ihr strebt es halt an, eine... Okay, eine also du kannst mich auch horny machen. Ich glaube, du hast dich bei der Erstellung schon selber horny gemacht. Also schon bei der Namensfindung. Ja, genau. Und dann deute ich, rufe ich Girlab, also Girlab, guck dir das mal an, der hat einen Bart. Ja. Du hast schon eine Zwergenwolle gesammelt. Ja, möchtest du nicht,
den Zwergenbart haben. Ohne Scheiß, ich habe vorhin, kurz bevor du das gedacht hast, darüber nachgedacht, zu fragen, kann ich da hingehen und mit dem Dolch seinen Bart abschneiden, weil Zwergenbart oder Zwergenhaar total wertvoll ist. Ohne Scheiß, das war sowas von gedanklicher Übertragung. Ohne Witz, ich wollte den Zwerg echt den Zwerg schänden. Ich wollte den Bart abschneiden, um die Barthaare von dem Zwerg zu verticken. Ohne Scheiß, das hat mir er zu uns gesagt. Ohne Witz, und ich hab's vorhin gedacht. Ich hab gehört, oder ich hab mal gelesen, der Zwerg Schamhaare noch viel wertvoller sind. Es sei denn, oder habt ihr was dagegen? Er könnte sich an Stein von einbringen. Ich hab damit kein Problem. Also das ist ist das für euch? Also du darfst wirklich Problem. Moment, da kann ich... Moment. Aber vielleicht finden wir ja noch Überlebende. Meinen Sie in dem Stollen? Vielleicht versteckt. Das könnte sein. Ich hab nur gehustet. Vielleicht finden wir doch keine Überlebende. Nein. Gut, also Angreifer werden wir haben wirklich keine. Sollen gucken. Das halte ich auch für unwahrscheinlich. Mein bisschen bisschen Bier wäre mir natürlich lieber. Klar, ihr spricht alle Gariti. Ah, okay, alles klar. Versuch. Was? Du willst meinen Schwanz lutschen? was machen wir jetzt? Ach, wir gehen zum Brunnen. Also, genau. Ja, nicht euch drauf, ihr lauft zum Brunnen. Ja, dir fällt dann auf, dass halt eines des einfachen Echos der Brunnen 5 Meter tief ist. Leute, der Brunnen ist 5 Meter tief. Ja, immer. Das habe ich herausgefunden an meinen geilen Sinn. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr mir das an meinem Torwaldschen Arsch vorbeigeht. Meister? Dein fetter Arsch ist mir scheißegal. Ja. Hör mal zu, mein kleiner Freund, ja? Halt, guck, dass du deine Schnauze hältst. Okay. Okay. Der verwirrt mal rufen, echt, Junge. Vielleicht hat sich die Tiefe ja geändert, jetzt wo die mal rausgenommen hat. Ich schrei ganz laut rein, Stekel ist eine Pussy. Nein, du nicht. Nein, das hör mal zu, mein Freund, ich hab dir jetzt einmal gesagt. Ja, das ist aber echt bescheuert. Ich möchte damit nichts zu tun haben mit dem Streit. Schlange. Dann glaubt ihr, der war die in dem Stollen da. Das ist schlecht. Orgie. Also, ist halt ein Zwergenstollen, weil die haben halt nicht darüber nachgedacht, dass so Tiere wie ihr kommen. Ich würde heißt, ausholen ist nicht drin, aber Boxen wäre drin. Zustechen? Wäre ja, ich bin nämlich auch im Besitz eines Dolches. Oh, du hast eine Axt. Oder ja, mit einer Axt zustechen. Ja, mit einer Axt zustechen. Das ist Charlie, weißt du? Ich habe jetzt eines Dolches. Was, du hast eine Axt? Ich dachte, das wäre ironisch gemeint gewesen. Ich dachte, das war ironisch gemeint, dass du jetzt keinen Dolch hast. Ich habe zusätzlich auch noch Dolch. Okay, ja gut, dann ist das natürlich möglich. Es gibt zwar auch so diese schönen Äxte, die man so kennt, die oben drauf nur so eine Spitze haben. Ja. So eine habe ich nicht. Du hast so eine Gammel-Axt. So eine Brutalo-Axt. Zwergenstollen, der mitten wohl in einem arbeitsrechtigen Tag vernichtet wurde. Möchtest du kurz was sagen? Gleich. Okay, auch hier bekommt man den Eindruck, dass die letzten Arbeiten in diesem Stellen noch nicht so lange her sind. Am Ende des Ganges. Oh Gott. Trinkelpause. Ja. Das ja. Also am Ende des Ganges. Steak oder zweite Stunde und Bladam als drittes dann. Ihr kriecht nun durch diesen kleinen Schacht und jetzt der einmal. Muss ich auch kriechen? Obwohl ich so klein bin? Du bist mit 1,69 meiner Meinung nach groß? Größer als ein Kind. Oh, gibt aber auch große Kinder. Ja, die müssen dann auch kriechen. Ja, das wäre ja Auslegungssache gewesen. Aber Moment, du dachtest aber. Dass der Stoll so groß ist, wie ein große Kinder. Das wäre da wirklich gewesen. Du darfst aber kurz würfeln, ja? Oh, muss ich mir jetzt den Kopf stoßen oder was? So, 16. Nee, einmal. Oh, 16. Bei 16, nee, dir wird nichts klar. Okay. Das ist schon der dritte Mal, dass dir nichts klar wird. Du bleibst einfach bei der Aussage, ja? Okay. Also, wir kriechen durch den Gang. Gut. Du musst leider auch kriechen. Ja. Es tut mir furchtbar leid. Sieht man denn irgendwo Auffälliges? Hier ist natürlich die Hülle trotzdem noch unheimlich, aber generell fühlt sich halt wieder wohl. Ich scheiß auf meine Hände, ich trinke erstmal meine komplette spezielle Flasche leer. So denn, du trinkst halt deine spezielle Flasche. Und dann mache ich mich auf, die Flora und Fauna zu erkunden. Eigentlich. Seine spezielle Flasche, wie er sie nennt. Ja, die geht nie leer. Ja. Ich versuche mich in der Gegend umzusehen. Eine 5. Okay. Willst du eine 3? Ein W12, ne? Ja, dann dreimal mit dem einen W20. Ja, alles klar. Ist das nicht nur ein 12er?
Ja, das sind W12. Ich hab die ganze Zeit mit nur 12er gewürfelt. Willst du mich verarschen? Peter ist ein Cheater! Peter ist echt voll der Cheater! Nimm mal die 12er her, aber komm hier! Man muss aber sagen, Hardy musste deutlich öfter würfeln als Peter. Peter. Ach, ja, ja, das geht schon klar. Ach du Scheiße! Ja, dann teilen wir uns jetzt. Ich würfel jetzt die ganze Zeit mit meinen 12. Ja, aber der ist doch voll scheiße, der Würfel. Ja, jetzt würfel mit dem. Oder du brauchst dich gar nicht beschweren, dass du jetzt die ganze Zeit mit dem 12er gewürfelt hast. Jetzt würfel mit dem. Deswegen hab ich alles geschafft. Okay, das wäre leider auch nicht aufgefallen. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Oh mein Gott, okay. Ja, die schreiben wahrscheinlich schon wieder seit ein paar Folgen in die Kommentare. Ja. Also eine 15, ja. Okay, ja. Eine 13. Oh, guck mal, direkt schon schafft er die 12 schon nicht mehr. Und 20, ja, endlich. Können Sie schon mal sehen nach vorne? Oh. Also ich halte nicht, ich krieche weiterhin durch diesen Gang auf meinen Vieren, ja. Und dadurch, dass ich meine Fackel vor mich halten muss, ist das für mich recht erschwert, muss ich sagen, da ich nur langsam nach vorne humpeln kann, ja. Aber ich kann. Alles klar. Ja, pass auf. Ich halte die Fackel weiterhin vor mich, aber ich kann nach wie vor nichts weiter als nackten, kalten Stein vor mir erkennen. Jetzt wechseln wir wieder den Ort und wir gehen ja immer noch in den Stollen. Genau. Ihr geht weiter in den Stollen und irgendwann hat natürlich die anstrengendste Kriech- und Kletterpartie ein Ende. Ein mit schwachem Licht. Und ich würde gerne sagen, Padivu, ich bin der Bladearm. Und ich würde jetzt gerne einmal für Sie jonglieren. Die hießen Peitsche. Auf jeden Fall, was machen wir als erstes, wenn man Kriegsopfer sieht? Erstmal darf ich für Sie jonglieren. Ja, also du möchtest das tun, ja? Ich möchte Sie aufmuntern. Ich möchte Sie gerne aufmuntern und würde gerne jonglieren. Wobei, vielleicht würfelt deine Eins und die sind nachher voll wieder... Ne? Ja genau, der steht plötzlich auf, weißt du. Das ist wie jeder Popper. Ja, auf jeden Fall. So, komm. Ja, so denn. Du holst deine Bälle raus. Geil. Und du hast jetzt einmal gewürfelt. Lassen wir die beiden hier unten oder sagen wir den Jungs? Ja. Jungs? Nee, nicht Jungs. Also der ist ja noch ein Zwergen-Vibe. Genau. Ja. Und der Mann hat ja... Die Palaiso-Morgemusch, der kann sich ja eh nicht bewegen. Wir lassen die darin fallen. Also dem Palaiso ist der denn soweit stabil? Das hast du also gesagt. Ja, ich bin dafür, die da drin zu lassen. Der hat dich gerade gefragt, ob du gesagt hast, dass wir die da drin verrecken lassen, nicht, dass wir die da drin lassen. Ja, die da drin zu lassen heißt doch, die verrecken zu lassen. Ob du wörtlich in der Situation gesagt hast, komm, wir lassen mal hier verrecken. Ja, ich habe das leise zu ihm gesagt. Die stehen noch neben. Ganz leise, ich habe es dem geflüstert. Die lassen wir verrecken. Okay, dann darfst du eine Probe wie vorhin würfeln. Erschwert um 5, leider. Erschwert um 5. Cool. Alter, ich mach das wieder gut, pass auf. Nimm den Peter-Würfel. Ja, hast du schon den Peter-Würfel? Nein, den anderen. Den 12er-Würfel. Nein! Das ist eine 20. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weiter. Oh Gott! Oh mein Gott! Noch eine 20! Und 16! Okay, alles klar. Kann man vielleicht gehört haben. Ich schwöre die Höhle zusammen. Ich hab's sogar gehört, glaube ich, also, draußen. Selbst Peter hat's gehört, ja. Wir lassen die hier rückverrecken können. Oh Mann. Also, die mögen mich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so. Die Zwerge werden trotz eurer Gütigkeit die wohl am Leben zu lassen, ja, aber der einzige Respektsperson für Ingerim, im Namen von Ingerim, ist halt weiterhin der Krieger und mit euch werden die auch nie wieder ein Wort wechseln, da könnt ihr euch zu lassen. Sag mal, lass uns mal die Lampe nehmen und abhauen. Nein, das würde uns nur Zeit kosten, die unser guter Petro da draußen alleine verbringen muss. Ja. Wahrscheinlich schon aufgegabelt von denen, die den Zwerg getötet haben. Was? Willst du jetzt wirklich die Zeit verschwenden und rechts durch die Schleife laufen? Ja. Also mich würde das schon interessieren. Und jetzt die Frage, what do you do? Habe ich das Gefühl, dass die mich gesehen haben? Bis jetzt noch nicht. Habe ich das Gefühl, dass wenn ich jetzt aufstehen und wegrennen würde, die mich sehen würden? Kommt drauf an, wo du hinrennst. Wenn ich natürlich den so entgegen. Ich überlege halt, was mein Charakter tun würde. Und ich glaube, ich würde die beiden in den Herd nicht, weil ich kenne euch 2 Monate, wenn ihr drauf geht, ist mir egal. Und dann machen wir Schnippschnapp, Bimmel ab. Pass auf. Nee, nochmal, du darfst einmal ganz kurz einen einfachen Wurf machen. Oh, ja. Deswegen wollte ich einen Stock haben. Einen einfachen Wurf mit dem B20. Witzig, bei unseren Kollegen von den Rocket Beans kam genau dieser Witz auch. Echt? Ja.
Ich habe nur die erste Folge gesehen. Von dem Gang. Und ich werde mitten in der Höhle, in dem Licht von der Brajo-Scheibe, ein Liedchen auf meiner Flöte spielen. Wolltest du nicht noch deine Flöte mitbringen? Die habe ich vergessen. Ich kann darauf sogar tanzen. Und dann werden wir den Hinterhalt schlagen und denen das Genick brechen, indem wir einfach mit dem Dolch, er schlägt einfach mit seiner Axt denen den Kopf ab. So, ja, das könnte so einfach ist das. Möchtest du das so machen? Dann sage ich jetzt nicht, das könnten die uns hören. Dass wir noch einen draußen haben. Nee, das sag ich nicht. Das sagst du bloß nicht. Nee, das sag ich nicht. Also auf jeden Fall, vielleicht bin ich ja schon tot in deinem Auge. Ey, eigentlich voll gut, wir sagen denen, oh, wir haben glaube ich draußen noch einen vergessen. Vielleicht drehen die drei wieder um. Hauptsache, weißt du, was ist denn einer gegen drei? Ja. Nein! Genau, das ist der Punkt. Was ist denn einer gegen drei? Wir könnten, wenn wir halbwegs geschissen kriegen, können wir drei wegmachen. Wobei wir ja natürlich nicht wissen, alle drei. Nee, ich darf den drei von uns retten und den draufgehen lassen. Dreimal. Achso. Drei. Der ist abgerutscht. Sechs. Achso, dann zählt's nicht mehr. Doch, ja. Und 20. Pass auf dein Bier. Apfelschorle. Du zückst halt deine Flöte, aber es kommt halt nicht das Lied, was du dir gerade vorgestellt hast, sondern du bist einfach zu blöd, trotz deiner jahrelangen Erfahrung, gerade in dieser Situation, auch nur einen Ton zu treffen. Ich würde gerne erst die Torso da rausziehen und mir die Waffe. Das ist nämlich die. Oh, stimmt. Weil ich habe nämlich nur einen Dolch und ich habe nur einen Dolch und da ich auch recht gut mit dem Medizin. Das ist der 1A, der Dolch. Da ich auch recht gut mit dem Waffen kann, würde ich mir gerne die Waffe von dem nehmen. Ich komme zu dem Schluss, dass ich dir den Säbel überlassen würde, weil ich ja schon eine Axt habe. Das wäre so Schummeln. Ja gut, ist ja jetzt Pech, dann muss ich jetzt halt nochmal klettern. Du hältst nochmal. Das hast du von deiner Kletterei. 3. Jetzt kommt er da raus. 20! So eine Hurenscheiße! Das ist geil! Boah, das war so knapp, weißt du, das ist so, du greifst in das Loch rein. Wir verrecken nicht daran, dass wir kämpfen, sondern daran, dass wir klettern. Gut, fünfmal bitte da jetzt noch versuchen. Du darfst ein W6 würfeln. Ich hab eine Idee, wir könnten ein Spielchen machen. Nein! Wir machen jetzt keine Spielchen mehr! Aha! Flötenspielchen. Echt mal, ey. Okay, dann halt nicht. Also, geh vor. Nimm Johnny die Flöte, aber stick sie in den Arsch, ey. Nein, bevor du fragst, tust du das wirklich. Bevor da irgendwelche. Das heißt, auf gut Glück soll ich jetzt einfach mal da raus, selbst wenn die wissen, dass ich hier bin. Ja, ich möchte das vorantreiben und meinem Namen alle Ehre bereiten und ich versuche zu blähen. Was? In dem engen Gang. Zu blähen? Welche Position bist du? 3. Der letzte. Ja, das ist ja öde. Ja, ich weiß, das ist mir aber zu spät aufgefallen. Aber jetzt okay, wenn das machen willst, ich bleib in den Arsch stecken und dann darf ich Platz dem. Ich drücke. Ja, dann darfst du eine Probe auf Kopf werfen. 20, der Platz 20, der Arsch. 14. Sehr gut. 20! Wunderbar. Hoffentlich kackt er sich jetzt voll in die Hose. Voll scheiß dir die Hose. Boah, das ist so ein Kultfass. Hier bei dir riecht auch etwas. Gierlapp und Steke, ich hab ein Problem. Ich hab in die Hose gemacht. Und Spaß. Boah, dann hältst du deinem Kopf wieder aus. Inkompetenzia zugeschlagen. Alter, das halte ich nicht mehr aus. Ich muss raus. Oh Mann. Ich muss raus, das geht gar nicht. Also, zurück? Nee. Ja, dann nach vorne. Und will das jetzt nach den scheiß Spuren gucken. Okay, dann guckst du jetzt nach Spuren. Muss ich würfeln? Gut, ja. Nein. 15. Mhm. 20. Riech übrigens die Spur. 20? Oh, doppelt. Mir fällt auf, dass da Fußboden ist. Ey, Leute, ganz spontan. Da ist ein Boden. So. Ihr wundert euch über die Blödheit, wie man so dumm sein kann und nicht erkennen kann, ob da jemand langgelaufen ist, weil ihr seid doch schon 10-mal durchgelaufen und der hat sich in die Hose gekackt. Darf ich nochmal? Gibt's in diesem Spiel, ich weiß nicht, ob den einer hat oder nicht, ist ja egal, aber gibt's irgendwie sowas wie. Was ist denn da los? Geht's euch überhaupt gut? Ja. Wir haben einen habe ich den Kopf kürzer gemacht. Was riecht denn hier so komisch? Ja, das durch die Spät, durch den Stein, durch. Das ist der Spacken, der hat sich in die Hose gekackt. Das ist ja ekelhaft. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass die so eine Steinwand hier vorgebaut haben. Ja, aber also wie haben die die denn da reingemacht? Ja, pass auf. Zwei sind wieder rausgekommen, logischerweise. Und Warst du zusammengeknüpft? Jungs, ich muss euch sagen,
wenn wir da hochklettern müssen. Ich habe kaputte Hände, fällt mir gerade ein. Erstens das. Achso, ja, das weiß ich ja. Wobei, das hast du ja gesagt. Du bist ja geschickt. Aber, also ich habe ja mein ganzes Zeug mit mir. Palibu, es tut mir unfassbar leid. Ach, ja, Kacke, wer soll ich... Was? Oder drohe zumindest damit. Ingarim wird unfassbar sauer sein, wenn du mir jetzt nicht hilfst. Ich habe mit dem schon mal gesprochen. Gottes Lob. Alter. Ja, also Palibu dreht sich sogar von dir weg und dreht dir so zu und Und dann gehe ich auf die Zwerge zu. Okay. Und untersuche Nurgumosh. Ohne was zu sagen. Aber ich unterhalte mich. Voll geil. Einfach hin. Aber ich und sehe, dass er nichts gemacht hat und gucke mir die beiden Zwerge an. Und dass sie mit ihrem Gesicht Richtung Wand gekehrt ist, aus welchen Gründen auch immer. Richtung Nurgumosh. Richtung mit dem Rücken zu ihm. Mit dem Rücken zu ihm. Wegen Geruch. Gut, dann spreche ich sie an. Und sie ignoriert dich. Und sie ignoriert mich. Gut, dann untersuche ich Nurgumosh. Der... Durch wie? Ich schaue ihn an. Ich gucke ihn mir an und versuche und gucke, ob ich bemerke, ob er aufwacht. Lupus. Als ich diese Narumol, nee, Palibu. Palibu. Ist doch egal. Das ist jemand, das schwer verliebt. Achso. Okay. Es Bauer sucht Frau, Mann. Also, keine Ahnung. Also. Das, als ich das Mädel verärgert habe, er ja scheinbar bewusstlos war. Alles klar. Ich gehe jetzt mal die Schleife. Blätter und Gierlab. Ja, bitte. Ich gehe zu der hin und klatsche der eine. Zu dem Zwergenmädchen und sag, was hab ich dir gefragt? Okay, dann darfst du einmal würfeln. Einen 6. Eine 6. Was ist die Kau? Vielleicht würfelt die eine 1. Es ist die Gau. Jetzt haut er die Gau. Das ist ja so geil. Du gibst dir halt eine und jetzt, ich bräuchte mal einen W6. Jetzt tötet ihn schon. Und ich krieg 6 Schaden und liegt halt heulend am Boden und ist misshandelt quasi. Was ist da oben passiert? Also wirklich, am Bluten. Ich hab die Geduld verloren und hab dem Mädchen eins gegeben. Bist du bescheuert? Ich habe dir genau dasselbe gefragt, wie du getan hast. Und sie hat mir nichts geantwortet. Sie ignoriert mich partout, obwohl ich ihr was gegeben habe. Ich will nichts mehr hören, mach die Tür jetzt auf und ich geh weg. Okay. Was? Du, kein Knoten? Nein. Ja gut. Das ist doch voll dämlich. Wieso willst du schon wieder da hochklettern? Hat die das Brot gegessen? Ja. Verdammte Scheiße. Hättest du da wieder weggenommen? Okay, da wir ja wissen, wir beide. Weil du trittst ja auf jeden Fall nicht, du schmeißt die Kacke einfach sonst. Kämpfen ist voll doof, man trifft leider eh nicht. Auch keine anderen, sondern du machst wirklich so. Vielleicht werde ich dir. Ja, 20 werde ich am Kopf gefallen. Und natürlich ist deine Hand jetzt voll deiner eigenen. Ja, gut, ist kein Problem. Mittlerweile hast du aber dann auch jetzt mit deiner Axt gezogen. Und während ihr da aber so ein bisschen rumspielt, möchte ich kurz bedenken, dass mittlerweile ein alter, gestützter Zwerg auf einer blutenden kleinen Mädchen aus der Höhle langsam. Ganz langsam Schrittes. Und wir bewerfen uns. herauskommt und sie sieht nicht sehr gesund aus und er halt auch nicht. Ja, zu finden, die soll sich nämlich im Brunnen befinden. Ja, der mit Wasser gefüllt ist, ihr wundert euch jetzt, ja. Ja, ihr müsst auf jeden Fall mit zurück zu Stake kommen, ja, weil der hat nämlich den Alten dabei und wir finden jetzt die Schwester. Du kannst da runterjumpen, wenn der Schwester. Ich würde gerne runterjumpen und dabei versuchen, den also das Seil zu greifen. Und dann so. Weißt du, schuh, psch. Okay. Also, du willst in den 5 Meter tiefen leeren, ohne Wasser für den Brunnen springen und das Seil dabei greifen und im Zweifel das Seil nicht treffen. Sag ja. Ja. Ja, dann darfst du einmal eine Probe von auf Klettern, die aufgrund der Waghalsigkeit wohl mit einer Schwertenprobe von 5 noch sehr freundlich ist. Allerdings sehr freundlich.
Du springst da jetzt rein. Also das heißt, also ich springst das quasi über den Rand und versuchst halt einfach. Wie oft muss ich jetzt würfeln? Ja, dreimal logischerweise. Und versuchst dich halt festzuhalten und dann. Ich will das ja nur nochmal checken, damit die Zuschauer wissen, wie dumm du Worauf bist. Worauf, ja? Auf Akrobatik oder? Nee, was? Auf Kletter natürlich. Ich gebe dir den Wert Kletter. Ja, aber ich springe ja erst doch, oder? Ja, du springst auf den. Ah, okay, auf Klettern. Das Schwere ist ja dann fest. Auf Klettern. Ja. 7? Ja, dreimal. Ja, Moment. Nein, ich möchte nur einmal laut Moment sagen. War ein fünfer Schwert, ne? Ja, okay, hat er 4 ausgeglichen schon. 16, das GE. Den einen drehe ich noch aus. Dann hast du noch einen Punkt insgesamt zum Ausgleichen. Jawohl. 15. Und der bricht sich die Beine, oder? Körperkraft ist schlecht. Körperkraft schlecht aus 8, ja. Du fällst halt den kompletten Brunnen runter, aber dumm wieder. Ja, tut mir ja furchtbar leid, aber ganz ehrlich, da kann ich auch nichts machen. Das sind auf jeden Fall 3W6 Schaden. 3W6? Moment, darf ich mal kurz gucken, zum Vergleich, wie viele Lebenspunkte ich habe. Ich habe jetzt nur noch 20, ich habe echt was verloren. Oh ja. Ja, im schlimmsten Fall kriegst du 18 Schaden. Da muss man gerade gucken, wie viel Leben ich überhaupt habe. 24 steht auf der ersten Seite. Alles klar. Nein, nicht gefunden. Okay, ich gebe mir Mühe. So. 4, 6, alles klar. 13 Schaden. Schaden, ja, das ist ja. Bei 13 Schaden bist natürlich arschkrass am Bluten wie Sau. Ja? Ich meine, Fuß gebrochen. ja. Ey, Peter, ich hab jetzt mal gesagt, der kriegt das mit noch weg. Ich meine, sorry, ja, du springst den 5 Meter Brunnen runter, da kann ich jetzt auch nichts für, ja. Ich meine, da kann ich als Meister auch nicht mehr sagen, kein Ding. Du bist dann schuld! Nur weil ich runterklettern wollte und die retten Göttin wollte. Rondra, die Göttin des Kampfes, ja, die ist immer gnädig zu solchen und Spacken, die nichts drauf haben. Während er halt unten aufkommt, noch mit dem lauten ja, hört man halt eine Frau schreien und weil du klug bist, schreist du, löst nicht die Falle aus. Ach verdammt, wieso schreist du das? Fuck! Diese kommen halt an mit einem großen Hauptmann und danken sich an dieser Stelle noch einmal bei dem Krieger selbstverständlich. Ja, natürlich. Gucken das Restliche, also euch beide in dem Sinne etwas argwöhnisch an, danken aber auch. Wir machen noch unsere Bro-Zeichen, weil die kennen die Schule. Die Zwerge sind, wie ihr vielleicht nicht wisst, doch ja schon in dieser Region sehr, sehr hoch angesehen und deswegen sehr schützenswert, alle schon von ihrer handwerklichen Kraft. Und der Mann hat den Mädel. Oh mein Gott! Wer soll das denn wissen, wenn das für dich gehängt wäre? Ich würde gerne wissen, was mit dir passiert. Wurst. Wurst.